Liken, bewerten und, und, und Abo dalassen. Das sind jetzt eure Aufgaben. Servus und willkommen zurück in der Bundesveranstalt zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute schauen wir uns mal wieder etwas sehr, sehr Schönes an aus dem Bereich Figuren, oder? Ich würde sagen, ja. Weil ich, hoffe, ich habe euch die letzten Monate schon immer mal wieder die eine oder andere gezeigt. Da hinten stehen zwei. Der Airport-Zombie und äh, der aus ja, Wudo, Schreckensinsel der Zombies von Trick or Treat Studios. Und ähm, ich habe jetzt wieder einen neuen Kameraden, einen Popkameraden kameraden bekommen, ja. Und das ist, genau, Dr. Freudstein aus äh, Haus an der Friedhofsmauer, ja. Ganz wunderbar, äh, natürlich auch von Trigger Tweet Studios aus dieser Reihe, die insgesamt fünf von diesen kleinen Büsten äh, umfasst. Ja, ähm, da gibt es jetzt noch, was mir jetzt noch fehlt, ist der dicke Bootszombie und dieser Fichter aus Zombie-Holocaust. Da muss ich mal schauen, dass ich die auch noch rankriege, aber die werden wir uns auch noch anschauen. Aber heute erst einmal diesen wunderschönen Kameraden schauen wir uns genau gleich an, äh, ob der genauso gut ist wie die anderen. Ich verlinke euch natürlich die anderen Videos noch äh, unten oder auf der Endcard oder könnt ihr könnt es da noch mal schauen, ähm, wenn sie die Videos noch gesehen habt. Die sind nämlich sehr sehr schön diese Figuren und preislich okay. Schaut mal bei eBay. Ähm, in die gängigen Shops äh, Space Figuren hat, glaube ich, tatsächlich bloß noch den ähm, Boot-Zombie da. Verlinke ich euch einmal unten, könnt ihr mal schauen. Äh, ansonsten bei eBay, ich habe jetzt den auch von eBay für etwa 90 Euro. Äh, da muss man immer ein bisschen schauen, sind immer mal wieder welche drin für privat oder für irgendwelche Händler. Französische Händler ist da zum Beispiel dabei. Uh, und ich glaube, man kann sie auch, soweit ich weiß, alle noch bei Trick-or-Treat-Studios in äh, den USA bestellen, aber da ist es relativ teuer, nicht weil die Figuren so teuer sind, aber da kommt Zoll drauf und äh, Versandkosten und äh, die Märchengebühr von der Post und das ist alles immer ein bisschen blöd. Deswegen, ja, schaut es, vielleicht hast es bei eBay immer mal wieder reinschauen. Und da kann man die eigentlich immer noch, die sind jetzt nicht utopisch teuer. Wie gesagt, man kriegt die nur in der Regel so für 90. Vielleicht einmal ein 100er, aber das ist schon noch irgendwo. Okay. Bevor wir uns jetzt die Figur anschauen, schauen wir uns natürlich einmal den Karton an. Also die Schachtel, die da mit dazu ist, den habe ich übrigens von privat gekauft, war in einem sehr, sehr schönen Top-Zustand. So schaut die Schachtel aus, von ich denke mal, das ist vorne. Wahrscheinlich, keine Ahnung, da ist er drauf. Der Kollege Haus bei The Cemetery, Haus an der Friedhofsmauer, äh, Collector's Bust äh, 1 zu 4. Da hinten ist dieses Haus da, was man auch kennt, da auf diesem Plakatmotiv äh, mit dem Blitz und so. Das ist da ein bisschen äh, mit angedeutet äh, und mit drauf. Und äh, auf der Seite haben wir die Figur nochmal abgebildet. Äh, Trigger Twitch Studio steht drauf. <laughs> auf der anderen Seite haben wir nochmal eine Seitenansicht von der Figur. Uh, und hinten ist dann die Figur komplett abgebildet. Genau. Bei Sculpted by William Packett. Paquet, wie auch immer. Wie die anderen Figuren aus dieser, jetzt steht es wieder nicht drauf, herkommt ja, steht steh scharf. Wie die anderen Figuren aus der äh, Reihe auch oben auf dem Deckel haben wir auch noch mal. das kennt man natürlich auch, ich glaube vom amerikanischen Plakatmotiv da mit diesem Messer. Ja. Und unten äh, haben wir nur den Bar- Code, ja, den Barcode und dass das halt kein Spielzeug ist und meine Kinder das zum Essen geben sollen. Und naja, ihr wisst na, Bescheid. Also äh, stabiler Karton, innen ist Styropor drin, das brüsselt halt die Zeit. Styropor ist immer nicht ganz so schön, aber das passt schon. Man nimmt ja in der Regel bloß einmal raus und steht es dann hin. Äh, und der stabil hat jetzt keinen Sportlack oder irgendwas drauf, aber ist ein schöner Karton. Da kann man sie dann irgendwo äh, auch schön äh, hinmädeln. Ja. So, aber jetzt kommen wir natürlich äh, zu diesem Kameraden und dazu schalten wir mal um. Ich stelle die Kamera ein bisschen anders ein, dass wir das ein bisschen genauer anschauen können, ne? würde ich sagen. Jo, da haben wir den Kollegen in seiner vollen Pracht. <laughs> ja, super, oder? Genau, ganz hervorragend. Ich würde sagen, als allererstes schauen wir mal, was der wiegt. Ich habe nämlich da eine, äh, eine Waage, also eine heftige Küchenwaage. Und da stellen wir jetzt den mal drauf und schauen mal. Äh, ein, äh, was der wiegt. So. Ja, 947 Gramm. Also, die wiegen alle so ein knappes Kilo. Sie äh, sind alle ungefähr gleich schwer, wiegen so ein knappes Kilo. Also, äh, das ist schon äh, ein bisschen was. Ne? Also, von daher, das ist auf jeden Fall schon mal okay. ich mache das das nochmal auf die Seite. Und äh, jetzt gehen wir mal da ein bisschen äh, ran an den Kollegen und schauen mal, wie detailliert das Ganze ist. Na, mach mal nicht, ich bin ein Blödmann, entschuldigt bitte. Ah, das ist wieder eine Murkserei, wir müssen den nur ausmessen. Der hat jetzt da, ich muss mal zu mir herdrehen, ja, so 23 cm in etwa äh, in der Höhe. Breite Schulter zu Schulter in etwa 11 cm. Und so von der Tiefe her, ja, Tiefe, ja, das ist natürlich ein bisschen, ja, ungefähr, was weiß ich, sieben Zentimeter, sowas was um den Dreh, sieben, ja, etwa. Also so viel Platz braucht es halt für das Klumpen, wenn es nicht irgendwo hinstellen wollt. Jetzt gehen wir aber mal ein bisschen ran. Also die sind auch von der Größe her natürlich ähnlich auf jeden Fall. So, dann haben wir an den Schädel da ran. So, da ist er. Hallo, 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 hallo. Der gute äh, Dr. Freudstein. Und ich finde auch hier, der ist wieder jetzt recht, recht gut getroffen, finde ich. Ähm, mit seinem zerlederten Kopf da. Ähm, wir haben natürlich wieder ein bisschen unterschiedliche Finish, also zu einmal matt hier äh, außen die Haut die Lederhaut quasi und innen da das Auge, ihr seht schon, das ist so ein bisschen glänzend da die Matschaugen, die sind so ein bisschen glänzend ja, und auch hier äh, haben sie wieder sehr sehr schön mit Details gearbeitet ja äh, rein von der, von der Struktur her sehr sehr schön, unterschiedliche Farben Highlights hervorgehoben, ne, dass da auch ein gewisser Tiefeneffekt äh, drin ist, ja, was ich sehr gut finde. So, jetzt stellt es wieder auf mich scharf. So, jetzt passt es wieder. Ja, der Fokus, der mag ab und so mag der Fokus einfach nicht. So, da haben wir an der Seite, an der Schädelseite, haben wir auch noch schöne Details eingearbeitet, das Gammelohr da und so. Also das schaut schon äh, sehr sehr gut aus. Auf jeden Fall vom Kopf her vom Sculpting. Das ist das ist eine nette Sache. Da unten der Hals auch. <laughs> Schön Struktur drin. Und dann kommen wir zum Oberkörper. Das ist ja so, ich weiß nicht, ist das irgendwie so Uniform. Das schaut aus wie so eine Uniform, was der da anhat, ne? Genau, so in diesem Blau, diesem ranzigen Blau. Auch hier mit verschiedenen Farben gearbeitet. Um schön den Kragen. Da haben wir mitten im Wanster dieses Loch, wo die Maden äh, rausfallen. Ja, Auch Sehr schön. Nettes Detail auf jeden Fall. Da auf der Seite haben wir dann wieder, ihr seht schon, da ist jetzt wieder in diesem glänzenden äh, Rot gearbeitet, da wo dann die Blut und Innereien drin sind, das ist dann nicht matt, ja, sondern halt glänzend. Ja, da kann man dann schön reinschauen. Da, äh, wo, der, wo der Arm eigentlich dran ist, da unten steht noch der Griff vom Messer raus, das sehen wir kleiner. Ja. Und da auf der Seite natürlich das gleiche, da ist der andere Arm. Genau. Und da unten haben wir dann das Messer mit eingearbeitet? Da kann man da von unten reinschauen in die blutigen Gedärme, die flatschen da unten dann, da bis mit auf den Boden. Ja. Schön ekelhaft auf jeden Fall. Ja. Und da unten haben wir dann die Plakette praktisch mit dem, mit dem Schriftzug: House by the Cemetery. Ein paar Maden noch mit dazu. Da haben sehr, sehr schön die Maden, die praktisch da oben rausfallen. Die haben es da unten mit auf diese Tafel mit aufgenommen und die krabbeln dann da unten umeinander. Äh, ein sehr, sehr schönes, äh, nettes Detail. Das ist einfach, das ist das, was ich bei diesen Figuren so schön finde, dass die so detailverliebt sind. Das ist ein ganz nettes Detail, dass da einfach die Maden so drauf batzen. Da unten, das ist so in, in Stein natürlich gearbeitet. Ne? Da kann man auch so reinschauen. Da steht nur was. Packet. Da hat er sogar sein... Äh, ja. Schriftzug da verewigt. An der Seite, ich weiß nicht, was das bei den anderen? Also müsste ich gerade mal nachschauen. Das ist mir bei den anderen gar nicht aufgefallen. Das hier steht Packet. Ja. Tatsächlich. Und auf der Rückseite, die sind auch auf der Rückseite gestaltet und zwar alle. Da ist es jetzt relativ schlicht. Wir haben hier halt den Grabstein, den Freudsteinschen. Grabstein, also das ist auch wirklich erhaben, ertastbar, also das ist nicht bloß aufgemalt, ja, das Kreuz auch, ja. Und das ist da schön mit, mit eingearbeitet. Dieser Grabstein unten nochmal ein bisschen so eine gammelige Größe in unterschiedlichen ja, Holzfarben im Endeffekt. Das, das schaut sehr, sehr gut aus, ja. Also wirklich, äh, ich, ich finde das vom, vom Detailgrad her, auch vom paint -Shop her wirklich. Sehr, sehr schön und äh, auch der Grabstein, das ist wirklich toll gemacht. Also schaut gut aus. Die sind halt auch von hinten gestaltet. Die sagen halt nicht einfach, ja, von hinten sieht eh keiner. Die stellen sind das eh so ins Regal, das ist egal, hinten brauchen wir nichts machen. Na, die sind rundherum gestaltet. Ja, super ist bei allen so. Ne? Und unten, da steht natürlich dann wieder drauf, das ist die Base dann, äh, House by the Cemetery, Dr. Freudstein, sculpted by William Packett. Blue on the ground. Ja, und da haben wir natürlich wieder so, äh, das ist nicht Filz, das sind so moosgummi dinger Filz wäre ein bisschen schöner, muss ich sagen, aber die moosgummi teile da, die funktionieren natürlich auch, dass das nichts verkratzt, wenn das irgendwo steht. Ja. Und äh, von daher ist das einfach, äh, ist das einwandfrei, würde ich sagen. Schauen wir uns nochmal ganz an. Der. Oder? Da steht er. Super, oder? Ich würde sagen, ja. Ha. Ja, da sind wir durch mit unserem Dr. Freudstein äh, von Trick or Treat Studios. Diese wunderschöne kleine äh, Büste, die man sich ganz wunderbar ins Regal stellen kann. Zum Beispiel, wenn man äh, das schöne... Äh, Mediabook noch mit dazu hat. Das, das so, da zum Beispiel. Ne? Schaut mal, das passt doch äh, relativ gut. Da ist Dr. Freudstein, da ist auch Dr. Freudstein. So, äh, hallo. Oh, oh, so, Gott, stell dir an. Das gibt es ja gar nicht. Ne? Das kann man sich dann so schön nebeneinander hinstellen. Das ist dieses fette Teil da von, von Films mit dem absolut absurden martin beine Ich habe ein Video dazu gemacht. Die Bildqualität von der 4K ist nicht besonders gut, beziehungsweise die Farben vom Blut. Ne? Das ist ziemlich gefiltert und schaut nicht ganz so schön aus, aber die Edition ist super schön und kann man sich schön hinstellen und ist da geprägt und ich verlinke euch das Video dazu und <laughs> in der Videobeschreibung Könnt Sie es euch anschauen. Aber das passt natürlich ganz hervorragend zu unserem Dr. Freudstein. Das kann man sich schön von der Größe ins Regal reinstellen. Man braucht nicht super viel Platz und es ist auch nicht exorbitant teuer. Die haben nicht wirklich eine Limitierung. Uh, ich weiß nicht, wie viel das davon gibt. Es ist mir auch wurscht, weil ich will was Schönes haben. Ist das doch scheißegal, auf wie viel das limitiert ist. Ich will was Cooles haben. Und die sind wirklich cool. Ja, von daher, schaut mal, ob ihr es vielleicht bei eBay noch findet, wenn ihr Bock auf äh, sowas habt. Oder auf eine von den anderen Figuren, die da hinten zum Beispiel nur stehen. Äh, da, irgendwo. Oder auf die, die noch zukünftig ich euch zeigen werde hier auf dem Kanal. So. Dann sind wir durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat äh, ein bisschen Spaß gemacht euch. Das wäre sehr schön. Ähm, es kommt jetzt nur zu Ostern. Ne? Ich glaube, am Ostersonntag, glaube ich, machen wir das. Kommt nur ein nettes Video, da gibt es natürlich dann wieder Sammlungsupdate und ich habe ja wieder ein bisschen coole Sachen gekriegt. Das machen wir dann nur. Ja, ich muss, äh, ich bin zur Zeit ein bisschen faul mit den Videos. Das ist tatsächlich so, ja. Ich bin halt manchmal ein bisschen faul. Das tut mir sehr, sehr leid und ich gelobe wie übrig Besserung, aber es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ja, nicht wahr? Aber wie gesagt, zu Ostern gibt es so ein nettes Sammlungsupdate und da ein bisschen quatschen und, und so ein Kram holen. Halt. Und dann, dann glaube ich, passt das schon, dann kriegen wir das ganz gut hin und ihr könnt ja die restliche Zeit auch mal äh, ohne mich überbrücken, oder? Ich glaube ja. So, jetzt schreibt mir gerne eure Meinung äh, in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch diese Figuren? Zu Hause sammelt ihr die auch, sammelt ihr andere Figuren. Ähm, wie findet ihr die Qualität von den Dingen? Ähm, mögt ihr die Filme, die natürlich dazugehören? Würde mir natürlich auch sehr interessieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem, wie es euch gefallen hat. Und dann verlinke ich euch da noch was zum Anschauen, nämlich die äh, Videos zu den anderen <laughs> Figuren. Und da könnt ihr den Kanal abonnieren, wenn Sie es jetzt immer noch nicht gemacht habt. Ja? Und ansonsten ähm, sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis denn. Ciao und Servus.